Wir kommen heute zu einer weiteren Folge der Meme-Videos. Heute geht es mir um das Thema digitales Gold. Und das geht vor allen Dingen um Bitcoin, aber auch die anderen Währungen und letztlich Systeme inzwischen, die auf dieser Blockchain-Technologie aufsetzen. Und nachdem ich mich gestern mal wieder ein bisschen eingelesen habe, was denn so aktuell passiert ist, das eine war, dass bei Bitcoin wieder eine Halbierung der Mining-Belohnung dort stattgefunden hat. Das andere war ein geradezu spannender Krimi und letztlich auch das Aufeinanderprallen verschiedener Ideologien bei der DAO, beziehungsweise das Ganze heißt, die Währung, die dort mit dranhängt, ist Ether. Das andere ist Eternum oder so ähnlich. Ich bin mir immer nicht sicher, wie man das genau ausspricht, aber auf jeden Fall geht es dabei um ein System, das so DAO ermöglichen soll, Dezentralisiertes Automated Organizations, wo es darum geht, letztlich nicht nur einfach nur Cloud Computing zu betreiben, sondern tatsächlich Verträge aufzusetzen, die selber programmiert und intelligent agieren können und die sich nicht stoppen lassen. Das heißt, die so in einem dezentralisierten Computersystem aktiv sind, dass sie auf Dauer in irgendeiner Form am Leben bleiben. Und diejenigen, die halt dann dort aktiv sind und sich dort mit Rechenleistung beteiligen, werden halt dann in dieser Währung Ether in irgendeiner Form belohnt. Aber da will ich gar nicht so im Detail eingehen, wie das Ganze funktioniert. Das Spannende ist eher, dass, wie es halt öfter mal bei Software vorkommen kann, es eben kleine Bugs, Sicherheitslücken und was auch immer alles gibt, was dazu geführt hat, dass ein Black Hat Hacker in der Lage war, sich ziemlich viel von diesen elektronischen Währungseinheiten bei Ether oder bei Eternum unter den Nagel zu reißen. Und er selber aber vor allen Dingen ziemlich gegen diese ganze Geschichte ist. Und das Spannende war jetzt, während die Verfechter von Bitcoin zum Beispiel sagen, jede Transaktion ist endgültig und darf nie zurückgängig gemacht werden, hat die Community, die unter Ether, also die Eternum dort unterstützt, einfach dann gesagt, okay, wir spalten die Blockchain auf, wir machen die Transaktion, wo letztlich dieser Transfer durchgeführt wurde, der eigentlich von den meisten Beteiligten unerwünscht war, außer von der Person, die sozusagen dieser Black Hat dann ist, zunichte macht. Und nachdem zuerst das wohl recht gut umgestellt wurde, scheint es jetzt so zu sein, dass sich die Blockchain für Ether dort einfach dann jetzt gespalten hat und es jetzt ein Ether Classic gibt und ein neues Ether, das sozusagen den Hard Fork, also auch wieder einer von diesen technischen Begriffen, wo es einfach heißt, die sind nicht mehr abwärtskompatibel und das heißt, aus 1 macht 2. Das heißt, die Währungseinheiten sind sozusagen jetzt zweimal Existenz, wenn man es geschickt anstellt. Man hat sie einmal in der Classic Blockchain und in der neuen Blockchain, kann das Geld sozusagen zweimal ausgeben. Wie gesagt, da gehören noch ein paar Wissen und Tricks dazu, wie man das alles anstellt. Die Frage ist eigentlich eher, wie dieser Ideologiekampf ausgetragen wird. Das heißt, derjenige, der diese ganzen Ideen und Überlegungen, die mit Ether und Eternum da umgesetzt werden sollen, eben nicht gut heißt. Insofern auch der Punkt, dass im Moment ist es so, dass man vor allen Dingen Rechenpower reinstecken muss, um letztlich bei Bitcoin zum Beispiel eben diesen Mining Reward zu bekommen. Und Ether möchte das oder Eternum möchte das umstellen, dass es letztlich nicht Rechenpower ist, sondern dass an der Stelle, was dann auch durchaus einige Fragezeichen aufwirft, diejenigen, die viel Ether haben, also die schon viel Mining betrieben haben oder in irgendeiner Form sonst letztlich Belohnungen erhalten haben, dass sie irgendetwas getan haben und von anderen mit diesen Geldeinheiten dann bezahlt wurden, dass die dann mehr Power haben und letztlich, wer mehr Geld hat, kommt zu mehr Geld.
Also diese Systematik, die wir heute eigentlich aus meiner Sicht schon als problematische Entwicklung des Zinseszinssystems haben, würde aus meiner Sicht mit diesem System da auch nochmal verstärkt werden. Das heißt, nach dem ersten Punkt, wo ich schon bei Bitcoin kritisch war und auch weiterhin bin, zu sagen, okay, das ist elektronisches Gold oder zumindest der Versuch, diese Systematik zu wiederholen, auch wenn ich von den Überlegungen, dass die Goldwährungen so prima und super funktioniert hätten und vor allen Dingen so vorteilhaft für die Menschen oder die Menschheit als solches waren, möchte ich eben stark bezweifeln. Da bloß als kurzer geschichtlicher Rückschlag. Es ist damals, ich weiß nicht, worauf sich die Goldbefürworter am stärksten immer beziehen, eventuell auf die 1920er irgendwie so oder irgendwie den Zeitraum der goldenen Jahre, wobei sie halt nicht wirklich so golden waren, sondern einfach nur nach dem Ersten Weltkrieg für manche golden erschienen. Aber letztlich ist das nicht die ganze Geschichte der Goldwährung. Die Goldwährungsgeschichte ist deutlich älter. Wenn man sich nach dem frühen Mittelalter, zur Zeit der Bakteaten, als Geld letztlich durch die Verrufung der Fürsten und anderen anderen Gruppen, die das Münzprägerecht hatten. Es nicht sinnvoll war, Gold bzw. die Goldmünzen, Geldmünzen, was auch immer dort in Umlauf war, aufzuheben und letztlich aus meiner Sicht das Geld damals seine sinnvollste Funktion erfüllt hat, als Zahlungsmittel umzulaufen, ist dann der Wandel natürlich dahingehend gewesen, dass die immer stärker werdenden Handelshäuser, die natürlich kein Interesse daran hatten, ihre Geldvermögen immer mal wieder einfach so zu verlieren, nur weil der Fürst sie gerade verrufen hat. Und deswegen mit ihrer steigenden Macht auch wiederum dafür gesorgt haben, dass es ein dauerhaftes Geld geben sollte. Und aus meiner Sicht hat das letztlich dann dazu geführt, dass dieser ganze Kolonialismus und der Jagd nach dem Gold, also die ganze Eroberung von Nord- und Südamerika, der ganze Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika und Europa, letztlich alles eine Grundlage oder vielmehr ein Ergebnis des problematischen Goldsituation war. Weil letztlich Europa immer unter einem Mangel an Gold gelitten hat, weil über die Handelsstraßen, also so wie die Seidenstraße, das ganze Gold nach Asien abgeflossen ist, weil die eben mehr Güter verkauft haben, so wie es ja heute letztlich dann immer noch ist. Das heißt, China produziert mehr, als sie selber vom Rest der Welt in der Lage sind oder willens sind zu konsumieren. Und letztlich haben wir da immer noch das gleiche Problem. Selbst mit dem Dollar ist dieses Problem nicht wirklich gelöst. Es ist nur etwas entschärft, weil der Dollar leichter gedruckt werden kann, als damals das Gold vermehrt werden konnte. Und es vielleicht unterm Strich zumindest aktuell weniger Menschenleben kostet, diesen Goldfluss aufrechtzuerhalten. Weil eben aus meiner Sicht die Währungen einfach nicht das sind, womit sie den Wohlstand am besten fördern. Und zwar, dass sie primär als Zahlungsmittel funktionieren und die Wertaufbewahrung einfach in die Tonne zu hauen. Weil keine Währung kann Wert speichern, weil der Einzige, der wirklich in dem Sinne für Menschen andere Werte schaffen kann, ist wiederum der Mensch. Selbst wenn er dafür Maschinen und Energie in einem größeren Umfang einsetzt. Weil letztlich nützt es ihm nichts, wenn andere Menschen keine finanziellen Mittel haben, um die Güter und Waren zu kaufen, die er da anbieten möchte. Also von daher ist das Primäre, wenn wir auf einem ähnlichen Wirtschaftssystem wie heute aufsetzen wollen, indem man auf Märkten letztlich ein System von Angebot und Nachfrage überhaupt haben möchte, dann muss man auch alle Menschen irgendwo in die Lage versetzen, auch etwas anbieten zu können. Und zwar nicht allein ihre eigene Lebenszeit in Form von Arbeitskraft, bevor sie dann überhaupt die Nachfrage wirksam auf einem Markt ausüben können. Und deswegen sehe ich eben das Bitcoin schon als kritisch, aber auch die Richtung zu sagen, dass letztlich diese Geldschöpfung dann noch stärker daran gekoppelt wird, nicht nur, dass ich mir entsprechende Rechenpower hinstellen kann, sondern dass ich tatsächlich auch in der Lage bin, möglichst viel von diesem Geld zu akkumulieren, um dann noch besser und noch einfacher an das Geld zu kommen. Also ich frage mich vor allen Dingen, welche Überlegungen da im Hintergrund stecken, zu sagen, eigentlich brauchen doch diejenigen, die viel Geld haben, brauchen doch am wenigsten mehr Geld, sondern eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein. Das heißt, je weniger Geld jemand hat, desto wichtiger wäre es, dass er erstmal Geld bekommt. Aber so tief bin ich in dieser ganzen technischen Geschichte noch drin
Und ich weiß auch nicht, wie weit die Entwicklung tatsächlich gediehen ist, dass ITER tatsächlich dann auf so ein anderes Systematik umstellt, wo dann nicht mehr Rechenpower zumindest nicht mehr alleine zählt, sondern eben noch durch andere Mechanismen ausgeglichen wird. Die Frage ist halt nur, ist so ein System ja gerecht? Es spielt sowieso keine Rolle, sondern die Frage ist eher, führt es zu einem Gleichheitsgrundsatz? Das heißt, wenn ich allen Menschen Freiheit zugestehen möchte, dann brauche ich auch irgendwo ein Element, das eine Chancengleichheit macht. Nicht, dass alle Menschen gleich sein sollen, sondern dass alle Menschen die Möglichkeit haben, Gleiches zu tun. Und das ist halt in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit im Moment halt überhaupt nicht gegeben. Und für mich sind die Sachen, die aktuell versuchen, auf dieser Blockchain-Technologie aufzusetzen, sie mögen vielleicht einige strukturelle Institutionen, wie zum Beispiel das Banken- und Geldsystem, angreifen, aber letztlich führen sie keine systematische Änderung im Ergebnis herbei. Weil es dann wiederum dabei bleibt, wer hat er die Möglichkeit, in diese Technologien zu investieren, sich daran zu beteiligen. Wie gesagt, das eine ist das Thema Rechenpower, wo es schon spannend ist, dass, ich kenne jetzt nicht die genauen Statistiken, aber zumindest die Aussagen in die Richtung, letztlich wird das Mining inzwischen dort betrieben, wo Energie am billigsten ist und wahrscheinlich auch die Kosten dafür, also in Bezug auf die Umwelt, am geringsten geahndet werden. Das heißt, Deutschland ist letztlich, oder Menschen in Deutschland sind am wenigsten in der Lage, davon zu profitieren, weil hier einfach das Mining und der Energieverbrauch, der damit zusammenhängt, viel zu teuer ist. Das Spannende ist auch, wie die Entwicklung direkt nach dieser Halbierung des Mining-Rewards, also dieser, das, was man mit einer so einer Rechenoperation dann als Belohnung bekommen kann, halbiert wurde, wie danach die Entwicklung ist. Wobei es eigentlich sehr verwunderlich ist, dass es als so positiv interpretiert wird, weil eigentlich ist ja das von betriebswirtschaftlichen Standpunkt ziemlich einfach zu kalkulieren, zu sagen, wenn die Hardware doch sowieso schon da ist, dann schalte ich doch nicht deswegen, weil die Belohnung halbiert wird, meine Hardware ab, sondern ich würde sie ja erst dann wirklich abschalten, wenn ich sicher bin, dass ich meine Energiekosten nicht mehr reinbekomme. Das heißt, letztlich nur, solange die variablen Kosten noch gedeckt sind, gibt es keinen Grund, aus dem Ganzen auszusteigen. Deswegen lässt sich so kurz nach so einer Halbierung nicht wirklich sagen, wie die Entwicklung weitergeht. Müsste man erstmal feststellen, ob der weitere Zuwachs an Rechenleistung wirklich dabei, also ob der gleich bleibt. Das heißt, ob weitere Personen bereit sind, darin zu investieren, weil letztlich die Kosteneffizienz bzw. die Kosten, die eben mit dem Mining dann wieder reingeholt werden können, einfach so viel kleiner geworden sind. Weil der zweite Block ist auch noch die Frage, inwieweit Bitcoin dann tatsächlich günstiger oder günstiger bleibt. Weil meine Prognose ist auf jeden Fall spätestens dann, wenn das Mining endgültig auf Null geht. Das heißt, dass die ganze Beteiligung an dieser Rechenoperation letztlich nur noch daran besteht, dass man die Transaktionsgebühren, die halt dann anteilig, prozentual oder absoluter Anteil erhoben werden, dass man nur noch diese einnimmt. Und dann kommt nämlich ein zweiter spannender Block ins Spiel, was auch dieses Jahr schon mal passiert ist. Es gab mehr Transaktionen im Netz, als letztlich bedient werden konnten. Das heißt, mehr Leute wollten Transaktionen machen, aber die Kapazitäten waren so gering, dass ich über einigen, also es waren mindestens ein paar Wochen, genau weiß ich jetzt den Zeitraum nicht auswendig, wo dann sozusagen schwebende Transaktionen waren, die aber von den Minern nicht angenommen wurden, weil sie lohnendere Investitionen oder lohnendere Aufträge hatten, die zuerst verarbeitet wurden. Und da kommt noch hinzu, auch das Mining-Protokoll bzw. Die Software wird immer wieder so ein bisschen angepasst und natürlich erweitert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Und eine spannende Funktion dabei ist dann, dass man in einen sozusagen Wettstreit gehen kann und nach und nach die Gebühren, die man bereit ist für die Abzeichnung der Transaktion, also für die Signalisierung der Transaktion zu bezahlen, dann nochmal anheben kann, wenn man sonst nicht durchkommt. Das heißt, auch da wird nochmal ein Wettbewerb geschaffen, mit dem es dann möglich ist, dass die Miner letztlich durch Selektion natürlich sich die günstigsten oder die lohnendsten Transaktionen rausziehen können. Und letztlich ist kein Miner dazu gezwungen, ganz viele Transaktionen reinzupacken. Und da ja nur einer dann den nächsten Block macht, ist dann
ja, ist die Frage, wie diskriminierend letztlich auch dort ja, das Transaktionssystem als Ganzes ist. Weil letztlich nur diejenigen, die hohe Summen bewegen, die sich dann von den Transaktionsgebühren auch für den Miner lohnen. Und da ist letztlich für mich dann die Frage, wenn keine neuen Bitcoins mehr in Umlauf kommen, weil das Mining eben die Mining-Belohnung bei Null ist und eigentlich nur noch das Bestehende verteilt wird, ist die Frage, für wen lohnt sich dann Bitcoin noch und wer wird es bekommen können? Weil eben das größte Knackpunkt für mich bei einer funktionierenden Währung oder eben einem funktionierenden Zahlungsmittel ist, es muss verfügbar bleiben. Das heißt, es müssen Menschen in der Lage sein, an dieses Zahlungsmittel zu kommen. Und wenn eben Bitcoin tatsächlich wie ein digitales Gold behandelt wird, was passiert dann, wenn letztlich die meisten Menschen das Zeug in ihre Tresore in Anführungszeichen legen und es nicht mehr ausgeben? In dem Zuge, wie Bitcoin letztlich von der Verfügbarkeit her verschwindet. Es mag dann zwar immer volatiler werden, das heißt, die Schwankungen werden wieder deutlich größer werden, weil es eben immer weniger Beteiligte gibt, die wirklich Bitcoin anbieten. Das ist ja letztlich auch das Problem, weswegen viele meinen, dass die Goldpreise ziemlich manipuliert sind, weil letztlich die großen Mengen an Gold liegen ja in den Zentralbanken eingefärcht, sozusagen. Weil auch beim Gold ist es heute so, dass die eigentlichen großen Mengen bei den Zentralbanken in irgendeiner Form liegen und deswegen das bisschen, was privat gehandelt wird, nicht wirklich relevant ist. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit Bitcoin? Inwieweit ist dann der Preis, der sich dort zu irgendwelchen Fiat-Währungen, gesetzlichen Währungen bildet, in irgendeiner Form verlässlich, geschweige denn stabil? Weil je weniger Bitcoin in Umlauf sind, desto schwieriger wird es dann natürlich auch Abnehmer zu finden und in dem Umfang, wie dann Geschäfte sich eventuell entscheiden zu sagen, also da kommt eh kein Umsatz bei rum, also ich finde überhaupt keine Person, die mir etwas gegen Bitcoin abkaufen, warum sollte ich das drin lassen? Solange natürlich die Zahlungsdienstleister das irgendwie automatisch drin haben, mag das alles noch funktionieren, aber es bleibt ein aus meiner Sicht eher elitärer Club, weil letztlich die einmal auf der einen Seite eben die Transaktionszahlen sehr beschränkt sind und keine größeren Kapazitäten bisher zulassen, solange nicht dort ein großer Sprung passiert, dass die Kapazität von Transaktionen, die eben alle 10 Minuten dort abgesegnet werden, wirklich erheblich steigt. Und das andere ist dann eben die Verlässlichkeit. Das heißt, wo habe ich denn tatsächlich den Bezug, in welcher Währungsgröße rechne ich dann am Ende? Es ist im Moment sehr unwahrscheinlich zu glauben, oder zumindest ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin tatsächlich einmal die dominante Preisinformation auf Waren wird. Weil dazu ist es halt einfach zu klein und im Moment, seitdem es im Umlauf ist, noch zu wenig so weit skaliert, dass es eine Alltagswährung würde. Und auch bei Ether mit der DAO finde ich das noch sehr unwahrscheinlich. Weil letztlich hängt es doch immer davon ab, inwieweit die Menschen teilnehmen. Und teilnehmen werden sie nur, wenn es sich für sie in irgendeiner Form rechnet. Weil allein die Idealisten werden diese Systeme wahrscheinlich nicht auf Dauer am Laufen halten. Und vor allen Dingen, wenn es dann tatsächlich zu diesen ideologischen Grabenkämpfen kommt, die ja nochmal ein ganz anderes Thema sind zwischen den sozusagen Hardcore, zu sagen, selbst wenn jemand Geld stiehlt, darf man die Transaktion nicht rückgängig machen. Also wenn es sozusagen gegen den Willen des vorherigen Eigentümers sich das angeeignet hat, ohne seine Zustimmung einzuholen, dass man dann sagt, Transaktion ist Transaktion und das war's. Während eben bei Eternum und Ether dort tatsächlich schon sozusagen, ich sag mal, der Wille des Volkes beziehungsweise der Wille der Community ist Gesetz und alle Regelungen können letztlich aufgegeben werden. Und ja, das ist auch eine Grundfrage, wie soll unsere Zukunft funktionieren? Und beide Systeme sind für mich nicht ideal, zu sagen, der Mensch muss sich sozusagen Systemen unterordnen, das wäre die Bitcoin-Variante. Das heißt, Technik ist Technik und der Mensch hat sich zu fügen. Und das andere, die Ether-Variante, halte ich auch nicht für besser, zu sagen, der Wille der Mehrheit ist entscheidend und was ein Einzelner will, spielt dann keine Rolle. Ja, das Problem ist natürlich, wie geht man dann mit so einer Geschichte um, wie eben bei Ether passiert ist, dass dort ein
ja, ein Bug drin war, mit dem es möglich war, sozusagen Konten leer zu räumen. Also so, als ob ich in eine Online-Bank einbreche und mir eben die ganzen Gelder von allen Kunden auf mein eigenes Konto überweisen kann. Und jetzt bloß noch eine Sperre habe, so von wegen eben, das war sozusagen bei ITA, er konnte das Geld nicht sofort, oder die digitalen Währungseinheiten nicht sofort weiter abziehen, sondern da gab es verschiedene Fristen, die dann erstmal gegriffen haben, und in der Zeit haben die halt reagiert, um das Ganze komplett einfrieren zu können oder eben jetzt diesen kompletten Bruch zu machen und sagen, okay, die Transaktionen sind ungültig, wir setzen an der Stelle nochmal auf. Und ich denke, dass diese beiden Systeme keine befriedigenden Antwort lösen oder haben in dem Hinblick, was inwieweit die Freiheit des Menschen gestärkt werden soll und nicht bloß letztlich die Machtposition einzelner Gruppen. Also deswegen, ich werde das Ganze weiter im Auge behalten und gucken, inwieweit sich einzelne Technologiefragmente davon tatsächlich auch für meine Überlegungen einsetzen lassen. Aber grundsätzlich, ich bin auch dafür, dass Transaktionen final sind. Das heißt, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was man gegeben hat, dann auch ankommt. Aber umgekehrt halte ich es nicht für in Ordnung, wenn es tatsächlich die Möglichkeit gegeben hat, dass sich ein Einzelner letztlich gegen den Willen eines anderen etwas aneignet. Das ist nicht mein Verständnis von Freiheit, weil letztlich geht es bei Freiheit für mich vor allen Dingen darum, auch zu kooperieren. Und wenn der andere einverstanden ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ansonsten, nur weil ich eine Lücke in einem technischen System nutzen kann, halte ich das nicht für sinnvoll zu sagen, und das ist jetzt deswegen, weil sozusagen Vertrag ist, dass das so bleibt. Weil eine Übervorteilung von anderen Menschen ist nicht die Grundlage, worauf ich möchte, dass meine Freiheit basiert. Zu sagen, jeder kann machen, was er will, und zwar auf Kosten aller anderen. Sondern mein Konzept von Freiheit ist, jeder darf das machen, was er jedem anderen auch zugesteht. Und ja gut, wenn man eben sagt, okay, du darfst sozusagen alle technischen Möglichkeiten nutzen und diese ausnutzen, dann ist es aber unlogisch, sich danach auf Rechtspositionen zu berufen und zu versuchen, das in irgendeiner Form mit den staatlichen Strukturen sozusagen durchzusetzen. Weil entweder oder. Entweder jeder darf machen, was er will, und es gibt keine gemeinsamen Grundlagen, was wir uns einander zugestehen und sagen, das ist in Ordnung, wenn ich einverstanden bin, ist es in Ordnung. Aber wenn ich dagegen bin und du das gegen meinen Willen machst, dann werden wir da keine Freunde werden. Ja, einen ganz kurzen Aspekt, den ich heute noch anschneiden möchte, ist nämlich ein weiterer Gedanke, inwieweit sich mit der Blockchain letztlich die gesamte digitale Revolution rückgängig machen lässt. Weil der Vorteil war ja, digitale Güter können beliebig kopiert, vervielfältigt werden und dann weitergegeben werden, ohne dass derjenige, der sie erstellt hat, wirklich einen Verlust erleidet, aber eventuell eben auch das Problem hat, dass er dafür nicht bezahlt wird. Und da ist letztlich die Frage, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir die digitale Revolution wieder einsperren und sagen, kopieren geht letztlich nicht mehr? Das heißt, es gibt nur noch echte Einzelinstanzen von digitalen Repräsentationen oder digitalen Gütern. Das ganze Internet der Dinge steht und fällt ja bis zu einem gewissen Grad mit dieser Eindeutigkeit der virtuellen Repräsentation. Oder gehen wir andere Wege? Das heißt, wie stellen wir sicher, dass wir mit den Menschen, dass wir miteinander fair umgehen, dass jeder seine Grundlage eben zum Leben hat, ohne dass wir uns die Vorteile der digitalen Welt wieder zunichte machen? Also das soweit für heute, ein paar Gedanken zur Blockchain-Technologie und zu dem, was da aus meiner Sicht noch im Argen liegt. Und die große Frage, was bedeutet Freiheit am Ende im digitalen Zeitalter? Ich hoffe natürlich, dass die digitale Welt in der Hinsicht freier wird und nicht einen Rückschritt einschlägt, zu sagen, Freiheit ist nicht das Entscheidende, Kontrolle ist wichtiger. Und deswegen gehen wir halt dann diesen oder jenen Weg. Und vielleicht ist es auch wichtiger, mehr über die Folgen und die philosophischen Aspekte solcher Technologien zu sprechen, als nur die Technik als solches zu betrachten und die Vorteile zu sehen, die es letztlich wieder nur aus Hinblick des Geldverdienens mit sich bringt. Das heißt, es wird einfacher für einzelne Gruppen wiederum ihre Geldinteressen umzusetzen und natürlich sicherzustellen, dass sie gut oder angemessen oder darüber hinaus bezahlt werden. Oder dass es tatsächlich gelingt, fair miteinander umzugehen. Freiheitlich, freiwillig und ja, im Sinne eines verbindenden Miteinanders, das
für uns alle von Vorteil ist und nicht nur einzelne Gruppen privilegiert. Soweit für heute ein paar Gedanken rund um die Blockchain-Technologie und auch ein paar kritische Überlegungen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Technologiethema tatsächlich weiterentwickeln wird und was es letztlich für uns dann bedeutet, ob die Technologie am Ende wirklich uns dabei hilft, unsere Freiheit wieder voll ausleben zu können oder ob sie letztlich ein weiterer Baustein wird, mit dem es dann gelingt, auch in der digitalen Welt die Freiheit, die dort möglich geworden ist, letztlich wieder zurückzudrehen und uns Fesseln anzulegen. Also, ich bin sehr gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!